killer machine. Ja, komm. Oh, eine Trefferzeitwirkung. Wunderbar betreut worden, also unsere Übung war super. Ich habe alles verstanden, dass wir viel leisten, das soll viel leisten, wunderbar. War leise? Bitte? War leise? Nein. Was ist leise? Ich habe wunderbar alles verstanden. Wir sind einfach angefangen, haben nachher sogar noch einen vierten Schlag gedacht, alles hat geklappt. Ich sage das nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil ich da so denke, tadellos. Danke. Der Kritik ist ja nicht viel los. Ich fand es auch sehr gut. Die Übung war sehr gut. Ja, war alles gut. Ich habe alles gut verstanden. Ich kann auch nichts Negatives sagen. Ein bisschen lauter vielleicht, wenn wir mehr Leute wären, dann wäre es schwieriger zu verstehen von der Stimmlage her. Aber darf ich was sagen? Wenn Sie an den Start jetzt sind, wenn Sie so streiten, rufen wir alle weg. Das wollte ich ja. Sonst war es gut. Übungen auch, genau. Sie sollten ein bisschen leise sein. Das ist so. Was? Nein! Laut, laut, laut! Sie sagt, viele Karriere. Und ja, für Kind sagt, gut, du bist sehr gut, dann Kind bekommt Impuls. Ja, okay. Weiter. Wunderbar. Bedanke mich! Was ist hier los? Sie hat gerade Kekse gegeben. Hat sie Kekse gegeben? Hast du noch welche dabei? Schon mal ein gutes Kommentar. Oh, die haben alle Zahnprobleme. Ja, hast du die Behandlung umsonst gemacht bei denen oder was? Ich werde einfach so reden. Ja, also, gut, okay, von meiner Seite. Also die Stimme, Helena, muss wirklich. Ich bleibe dabei, das ist mir nicht genug gewesen. Lauter sein, deutlicher, sicher sein. So eine Übung hast du sehr sauber aufgebaut, richtig schön bis reingegangen, kann man nicht sagen, hervorragend. Nur die Stimme, das fehlt mir. Okay, nächste Gruppe, ja. Bitte. War soweit in Ordnung, nur ein bisschen sicherer wäre und ein bisschen lauter. Ja, ja. Also gleich sagen wir das und das machen wir und nicht so drumherum reden, sondern ganz klar laut sagen, so, jetzt machen wir das, Partner, ihr zwei, zack, auseinander und wir machen das, das und das. Aber sonst, komm. Ich finde, er hat das auch gut gemacht, ein bisschen sicherer. Die Einteilung war auch ganz gut. Ich finde eigentlich auch ganz gut, ja. Lauter und halt ein bisschen mehr motiviert, so von dir selbst, ja. Auch ein kleiner Trinker. Okay, weiter geht's. Ich finde auch, die Motivation hat ein bisschen gefehlt am Anfang, dass du dich hingestellt hast. Da hast du so aus, als ob du gar keinen Bock dazu hast. Ein bisschen lauter wäre nicht schlecht, aber ich fand, wie er die Übung aufgebaut hat, fand ich gut. Und der hat sehr, sehr deutlich geguckt, wer was wie gemacht hat. Also am Anfang hat er da als dabei stand zwar. Da hast du ihn einmal sehr gut hingewiesen, von da habe ich, glaube ich, alles gesehen. Einmal habe ich ernst ganz leicht getroffen, also sofort locker schon, habe ich die Bewegung zu machen. Weiter ernst? Ja, also auch nur die Lautstärke, ne, was ich, sage ich mal, vielleicht ein bisschen verbessern würde. So, was er gezeigt hat, das war schon präzise, also ich konnte was mit anfangen und konnte es auch umsetzen. Okay, weiter. So, ich fand das auch okay, ein bisschen lauter noch, dann korrigieren hat er auch schon. Ich habe jetzt das letzte Wort nicht verstanden. Also, war schon okay, sei es sonst. Stimmt, auch hier schon reden. Also, war schon super, aber nur laut. Ja, war top. So, Leute. Also, von meiner Seite ein bisschen Ausstrahlung gefehlt, besonders am Anfang. Egal wie du drauf bist, egal was du für ein Typ bist als Mensch, immer strahlen, immer klar sein, immer deutlich sein, weißt du, die Kinder müssen auf dich gucken und denken, wow, mein Trainer ist immer in so einem Moment. Verstehst du das? Und dann werden sie nach dem Training auch nach Hause gehen und sagen, das war besser. Ne? Sonst die Übungen, wie du die sie gemacht hast,
wie du da reingegangen bist, war okay, Mann. Schöne Sache, saubere Dinger, lange Distanz, rein, raus, rein, dann rein, ein, zwei noch dazu. Das ist also gut aufgebaut, alles war super. Nur lauter werden, ein bisschen mehr mit Ausstrahlung. Ja? Jonas. So, der Anfang. Nur laut reden, sonst ist es gut. Ja, der Anfang hat, hat ihr überrascht vielleicht. Hat ihn überrascht. Und, aber der Ausführung war gut, ja, was er gezeigt hat. Nur er hat wohl vergessen, uns zu wechseln. Ja? Das war der Fall, ja, dass wir. Die zweite Runde nicht hier. Ja, das ist durch. Ja, ja, und im zweiten Teil war er ganz gut mit deiner Hilfe. Und dann die Fragen, die auf uns zugekommen sind, hat er auch sofort beantwortet. Mhm. Und wird ihm gezeigt, was er machen sollte, so wie in welcher Richtung man sich bewegen muss. Okay, super, weiter. Ich finde, da muss ein bisschen lauter werden in der Stimme. Ja. Ich war ein bisschen zu wenig. Mhm. Und ansonsten kann ich nicht sagen, er hat das gut vorgemacht, er hat korrigiert. Ja, wie er schon sagte, er hat vergessen zu wechseln, hat den Bewegungsablauf ein bisschen durcheinander bekommen, das ein bisschen vergessen. Ja. Aber ansonsten seine Ausstrahlung war gut, er hat gelobt, er hat gesagt, dass er gut war, er hat korrigiert, er hat es vorgemacht. Da kann ich dann nicht zu sagen, oder besser auch noch. Okay. Ich fand es auch cool, am Anfang war ich ein bisschen nervös, aber dann habe ich eingearbeitet, habe auch alles gut erklärt soweit, obwohl ich manche Sachen so gut umsetzen konnte. Aber und wie gesagt, die Stimme war ein bisschen leiser, aber sonst hatte ich es nicht. Weiter. Ja, ich war zufrieden, ich war für mich nicht zu leise, ich habe das mitgekriegt, das ist aber ja eine persönliche Empfehlung. Ja, das ist okay. Er hat das Thema gut aufgegriffen, also die Bekämpfung des Rechtsauslegers war sehr gut, er hat uns auch sehr gut eingestellt, also grundsätzlich darauf geachtet, dass wir Partner A, einer rechts, einer links, was ja auch immer vergessen werden kann. Ja, ich war sehr cool. Ja, da sind ausstrahlendes Wesen, das war so fantastisch. Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an und dem füge ich hinzu, dass er auch koordinativ gut war. Das konnte das umsetzen, was er gezeigt hat, das konnte er gut anwenden. Ja, Stundenschein abschließen. Wie man vorher genannt hat. Ausstattung bemüht, die Eltern, Schüler. Soweit war es okay. So. Okay, also von meiner Seite, ich habe das nicht, zu meiner Überraschung noch da, entspannt ihn. Wir sind jetzt schon, du siehst doch, wir sind schon sowas von eng miteinander, ja, am Anfang schon, wenn ich, wo ich kam, habe ich, das ist ja unbedingt, man muss schon viel zulernen. Was musst du? Du bist ein Trainer, du gehst klipp und klar deine Aufgaben, bist nicht nervös dabei, frei, laute Stimme, deutlich, man lauter werden, dann wieder ruhiger werden, so dass da immer so Impulse kommen. Ne? Leben. Genau, Leben ist also Gespräch ist es. Du hast ja eine Stimme, du brauchst deine Stimme nicht verstecken, die ist sehr autoritäre Stimme. Und die wird bei Kindern wunderbar ankommen. Wunderbar. Ja, und dann hast du dich aber gefunden. Du hast die Übung richtig aufgebaut, alles war vorne. Nur du bist ein bisschen, dass du so, mir kannst du so vor, dass du da bist. Mach dich voll locker, fertig. Okay? Und